Ja, herzlich willkommen auch meinerseits, liebe Freunde von Pulse of Europe, Fans für Europa, Bürgerinnen und Bürger von Fulda. Einer älteren Dame, die mich gestern Abend nach dem Gottesdienst fragte, Herr Dr. Hamburger, Sie sprechen morgen da über die französische Wahl. Was können wir denn jetzt überhaupt noch machen? Da habe ich gesagt, mindestens zwei Möglichkeiten. Wenn Sie Freunde oder Bekannte in Frankreich haben, zögern Sie nicht, geben Sie ihnen eine Nachricht, rufen Sie an, schicken Sie eine Mail oder schreiben Sie ein paar Zeilen und ermutigen Sie diese, zur Wahl zu gehen am 7. Mai und auch richtig zu wählen, nämlich gegen die Populisten. Oder die zweite Möglichkeit, wir können beten und hoffen. Und weil Letzteres auch wichtig ist und gerade auch zu Fulda gut passt, möchte ich Sie am Ende meiner Ausführungen dazu bitten, für eine Minute in stillem Gebet oder auch besonnener Einkehr zu verharren, um unsere guten Gedanken nach Frankreich zu schicken und den Menschen Segen zu wünschen für das, was am kommenden Sonntag auch für uns dort entschieden wird. Es sieht ganz danach aus, als würden sich die Franzosen am kommenden Sonntag auf eine große Reise begeben, nämlich die Reise zurück zu sich selbst. Denn wenn wir einmal einen Blick auf die Geschichte werfen und uns vergegenwärtigen, was die Franzosen für die demokratische Entwicklung getan haben, mit ihrem für die 5. Republik geltenden Wahlspruch Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, dann haben sie in der demokratischen Landschaft wichtige Akzente gesetzt, die auch heute über die Grenzen Frankreichs hinaus ihre Gültigkeit haben. Und dass das bleibt, dafür kann man einiges tun. Dazu gehört auch, den Segen Gottes zu erbitten. Und das werde ich am Schluss versuchen, mit Ihnen gemeinsam noch zu tun. Fulda ist auch eine europäisch geprägte Stadt. Und das von allem Anfang an. Denn, meine sehr verehrten Damen und Herren, Bonifatius, der hier seine Gründung vollzogen hat und seine letzte Ruhestätte gefunden hat, war ein Vorläufer Karls des Großen und sicherlich ein Europäer der ersten Stunde. Die Spur, die er durch Europa gezogen hat, ist bis heute weithin sichtbar. Und deswegen haben wir in ihm ganz gewiss einen Fürsprecher für das, um was es am kommenden Sonntag geht. Aber es gibt gewiss noch ein paar mehr. Da gehört zum Beispiel auch dazu Papst Franziskus, der vor kurzem sich auch zu Pulse of Europe geäußert hat. Ich weiß nicht, ob Sie das mitverfolgt haben. Wenn ich es richtig im Sinn habe, hat er gesagt, Pulse of Europe, das sind die Menschen. Recht hat er. Es sind die Menschen. Es waren damals nach dem Zweiten Weltkrieg die Menschen, die die Vision vom in Frieden und Freiheit vereinten Europa hatten und alles dafür taten, dass es dahin kommt. Und es sind heute die Menschen, die über Europa nörgeln, weil sie nicht verstanden haben, welches die Basis für die Zukunft ist. Die damalige Generation, der ich angehöre, wir haben den Nationalsozialismus noch einigermaßen bewusst erlebt, den Zweiten Weltkrieg und die Nachkriegszeit. Wir haben Gefahren überstanden, Hunger gelitten und gehofft, dass alles gut gehen wird. Wir waren geprägt davon, dass Nationalismus keine Basis für eine gute Zukunft ist und haben uns auf die Fahne geschrieben, ein in Frieden und Freiheit vereintes Europa bei gleichzeitiger Zugehörigkeit mit einem, ja sagen wir, Verfassungspatriotismus, mit einer starken Bindung und Vertrauen auf unser eigenes Grundgesetz, als gute Deutsche auch gute Europäer zu sein. Und nichts anderes kann heute die Geschäftsgrundlage für die Zukunft sein.
in einer vernetzten Gesellschaft, wie wir sie haben, geht es nicht mehr alleine. Da kann nicht einer für sich alleine kämpfen, da geht es nur gemeinsam. Und wenn wir die Prinzipien der französischen Verfassung nehmen, wir zum Beispiel Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit nehmen, dann wächst auch nur auf diesem Grund Gerechtigkeit. Und das ist eine wichtige Voraussetzung, dass wir in dieser Gemeinschaft die Menschen dahin bringen, dass sie das Gefühl haben, es geht gerecht zu. Es darf nicht so sein, dass sie denken, die machen da in Brüssel ihren Kram, regulieren Gott weiß was alles, was überflüssig ist. Wir könnten das alleine besser, wie auch immer. Das darf nicht sein. Und schon gar nicht darf sein, wir kapseln uns ab gegenüber anderen Bereichen, anderen Kontinenten, zum Beispiel auch gegenüber den Ländern, die in der Entwicklung hinter Europa herhinken. Da ist uns der afrikanische Kontinent, sehr nah. Und eine große Verantwortung für die europäische Gemeinschaft, die schon einiges tut, aber sicherlich noch mehr tun kann, wenn sie denn stark in der Gemeinschaft steht und damit die Entwicklungshilfe leistet zur Eigenentwicklung in Afrika. Nicht irgendwelche Projekte abdeckt, sondern ermutigt, befähigt, selbst die Möglichkeiten, die Afrika hat, zu nutzen und in Selbstständigkeit sich einen gewissen Wohlstand aufzubauen. Es kann uns doch nicht froh machen, dass wir in Saus und Braus leben und wenige Kilometer weiter südlich ist ein Kontinent, in dem Millionen Menschen von Kriegen und Terrorakten, von Hunger und Not bedrängt sind, Kinder sterben, missbraucht werden und so weiter und so weiter. Das kann uns doch nicht froh machen. Wir können in unserem Wohlstand nicht wirklich Freude empfinden, wenn uns klar ist, dass es in unserer nahen Nachbarschaft so viel Not gibt. Also ein wichtiger Grund für die Stärkung Europas als Gemeinschaft, als Staatengemeinschaft, als internationaler Partner. Ein wichtiger Grund ist, dass wir fähig werden, Entwicklungshilfe so zu strukturieren, dass wir andere zur Selbsthilfe befähigen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die auch zur Einheit Europas gehört. Ja, wenn wir also in unsere Geschichte zurückdenken und das überlegen, was der Papst Franziskus gesagt hat, es sind die Menschen, die Pulse of Europe bilden, dann hat er die gemeint, die damals den Weitblick hatten und gesagt haben, jawohl, weg mit allem Nationalismus, in Zukunft ein in Frieden und Freiheit vereintes Europa mit deutschen Verfassungspatrioten an der Seite. Das ist die Aufgabe, die heute wie damals gestellt ist. Und nicht die, die heute herumnörgeln, die weder Not und Hunger und Angst erlebt haben, sondern im Wohlstand groß geworden sind, alle Freiheiten hatten und sich manche zu viel nehmen konnten und heute darum nörgeln, dass es nicht so ist, wie sie es eigentlich gerne hätten. Das können nicht die Ratgeber für die Zukunft sein. Wir brauchen keine Populisten, sondern wir brauchen Menschen, die sich für das Volk, für die Menschen engagieren, ihnen zur Seite stehen und ihnen helfen und insbesondere denen, die der Hilfe in besonderer Weise bedürfen. Und da kann uns der gute Bonifatius ein Fürsprecher sein und dem sollten wir also auch unsere Fürbitten zuwenden und ihn sozusagen auf seine Lieblingsgründung Fulda fokussieren und sagen, da komm mal her, gib all denen, die hier sind, die Möglichkeit, noch etwas zu tun für ein gutes Wahlergebnis in Frankreich. Und ein anderer, auch das sollten wir nicht vergessen, hat diesen Prozess, den wir erlebt haben, maßgeblich beeinflusst. Nämlich der verstorbene Papst Johannes Paul II., der polnische Papst, der ein weites Loch in den eisernen Vorhang gerissen hat. Und ich habe immer noch die Bilder vor mir, wie er zu seiner ersten Polenreise gestartet ist und in Krakau auf dem riesigen Platz vor Tausenden von Menschen stand
und der damalige polnische Staatschef Jaruzelski in seiner Uniform mit Sonnenbrille wie eine Figur aus dem Wachsfigurenkabinett neben ihm stand, völlig tatenlos, ohne Aktionsrahmen, ohne Fähigkeit irgendwie einzugreifen. Der musste das alles über sich ergehen lassen. Mit dem Papst sind damals die Medien der ganzen Welt nach Polen eingereist und damit auch hinter den eisernen Vorhang. Und wenn einmal die Geschichte geschrieben wird, werden wir erkennen, wie sehr dieser Beitrag des polnischen Papstes dazu beigetragen hat, dass die Mauer gefallen ist, dass die Grenzen überwunden wurden, dass die Blöcke wegfielen und die Menschen friedlich und schiedlich in naher Nachbarschaft miteinander arbeiteten. Also erinnern wir uns an diesen Papst, und ich erinnere mich sehr gern an ihn, denn als er hier in Fulda war im Jahr 1980, hat er dem damaligen Bischof Professor Dr. Eduard Schick gesagt: Ich habe meinem Reisemarschall gesagt, du kannst mich in Deutschland hinschicken, wo du willst. Zwei Plätze sind Pflicht. Köln, weil dort der Vorsitzende der Bischofskonferenz zu Hause ist, und Fulda. Fulda und Bonifatius, da muss ich hin. Und als er sich von mir verabschiedete am Hubschrauber, das war lange offen, ob er mit dem Zug vom Bahnhof fährt wegen des Wetters oder mit dem Hubschrauber nach Altötting fliegen kann, da hat er meine Hand in seine zwei Hände genommen und hat zu mir gesagt: Wissen Sie, dieses war der Höhepunkt. Da muss ich gestehen, als nicht gebürtiger Fulda habe ich zwar schon ein gewaltiges fuldisches Selbstbewusstsein entwickelt, aber da dachte ich doch, na also bitte, Fulda war der Höhepunkt. Köln lag hinter ihm, Mainz lag hinter ihm, Osnabrück lag hinter ihm, München, Altötting lagen vor ihm. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Und da hat er nachgebessert und da hat sich sein ganzes geschichtliches Bewusstsein gezeigt. Denn von hier aus hat alles seinen Anfang genommen. Und damit hat er den Bonifatius in den Blick genommen und hat ihn gewürdigt als einen Missionar, aber nicht nur als einen Missionar, sondern auch als einen Reformer. Denn dieser Mann war klug genug zu wissen, solange sich die Franken und die Hessen und andere hier die Köpfe einschlagen, kann ich keine christliche Botschaft verkünden. Also muss ich erst zivilisieren und eine Struktur schaffen. Und er hat mit den Mächtigen des Reiches zusammengearbeitet und hat sich die Rückendeckung in Rom geholt und hat dann sein mächtiges Werk aufgebaut. Das hat dieser Papst damit zum Ausdruck bringen wollen. Dieser Bonifatius hat missioniert, aber auch zivilisiert. Und darauf baut ihr auf bis zum heutigen Tag. Das ist eure Grundlage, eure Geschichte. Das ist das, was euer Leben speist. Und deswegen dürfen wir auch den polnischen Papst Johannes Paul II. Anrufen, der hier in Fulda sicherlich in guter Erinnerung ist. Liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte nicht schließen, ohne den Frauen und Männern, die die Idee hatten, Pulse of Europe ins Leben zu rufen. Es ist eine großartige Idee, auch wenn sie für die Insider mit der Erkenntnis gepaart ist, dass andere, die es vielleicht vorher hätten tun können oder müssen, nicht getan haben. Da haben einige versagt, dazu gehören die politischen Parteien in gewisser Weise, dazu gehört auch die Europa-Union. Wir haben es nicht verstanden, die Menschen auf den Weg mit nach Europa zu nehmen. Das ist ein wichtiges Ziel und eine großartige Aufgabe und Initiative der Frauen und Männer von Pulse of Europe, und wir können Ihnen nicht genug dankbar sein, dass Sie in dieser Phase des Geschehens noch einmal motiviert und mobilisiert haben und die Menschen an Europa erinnert haben. Das ist ein gutes Zeichen, möge das auch in die Zukunft hineinwirken. Und ein vorletztes, es ist schon der Name Trump gefallen. Wir hier in Fulda wissen, was wir den Amerikanern zu verdanken haben, die uns bis vor wenigen Jahren das Leben in Frieden und Freiheit gesichert haben, am sogenannten Eisernen Vorhang. Was immer wir kritisieren an der neuen amerikanischen Regierung, wir sollten zwei Dinge zumindest beachten. Erstens, es entspricht einem gewissen Grundanstand,
dass man einen vom Volk gewählten Präsidenten nicht über den Kamm weg kritisiert und in die Ecke stellt. Das gehört sich nicht. Das macht man nicht. Man hat ihn zu respektieren. Der Herr Trump hat sich nicht in sein Amt geputscht, wie das manche andere Großkopfetten getan haben. Der ist gewählt worden vom Volk. Und das haben wir zu respektieren, auch wenn wir vielleicht manches, was er tut, nicht gut finden. Aber was auch immer geschieht, die deutsch-amerikanische Freundschaft und die transatlantische Partnerschaft darf darunter nicht leiden. Sie ist ein wichtiger Eckpfeiler auch der Europäischen Union und des Zusammenspiels der europäischen Staaten auf unserem Kontinent. Also wahren wir bei allem das, was wir den Amerikanern zu verdanken haben. Und nun, wie schon angekündigt, möchte ich Sie bitten, dass wir uns in einem stillen Gebet oder einer stillen Sammlung innerlich zusammenfinden und ein Gebet zum Himmel richten, dass er den Franzosen den richtigen Geist gibt und ihnen die Stimmzettel so führt, dass es zu einem guten Ergebnis kommt. Auch ich bin nicht derjenige, der sagt, das ist schon gelaufen. Da ist noch einiges zu tun. Und Populisten haben es leichter als andere. Also unterschätzen wir die Lage nicht und bitten und beten wir darum, dass Frankreich am kommenden Sonntag eine gute Wahl trifft mit einem guten Präsidenten, der in Zukunft als guter Partner in Europa und an der Seite von Deutschland steht. In diesem Sinne, lassen Sie uns kurz uns besinnen. Die Fulda beten ja am Bonifatiusfest, O Glaubensvater, sieht die Not. Das will ich jetzt nicht anstimmen, obwohl man durchaus sagen könnte, es wäre angebracht. Aber in diesem Sinne, er möge die Situation sehen und uns helfen, als derjenige, der im Zentrum Europas wichtige Weichen gestellt hat, dass es auch dabei bleibt und die Franzosen als eine der bedeutenden Nationen des Kontinents an der Seite von Deutschland die Geschicke in Zukunft bestimmen. In diesem Sinne eine kurze Minute des Schweigens.